Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ab und zu habe ich mal so richtig Lust, am Abend, so am Wochenende mal kurz was zu brutzeln. Und dann mache ich den Kühlschrank auf und guck mal, was so da ist. Ja, und dann lasse ich meiner Fantasie freien Lauf, so wie hier jetzt. Dann wird der Kühlschrank geplündert und ich brutzel mir was Feines. So zum Beispiel habe ich mir aus Knoblauch eine Knoblauchpaste hergestellt und in der Pfanne lasse ich dann Speck aus. Und zwar richtig heftig fetten Speck. Parallel kann ich ja schon mal jetzt die Spaghetti aufsetzen, weil das Essen hier, dieses Rezept, geht ratzfatz. Und wie ihr seht, der Speck hat schon richtig viel heftig fett gelassen. In diesem Fett braten wir jetzt die Zwiebeln an. Währenddessen können wir schon mal den Speck kleiner schneiden und wenn dann die Zwiebeln ein bisschen Farbe angenommen haben, dann mit einem Schöpfer Nudelwasser das Ganze ablöschen. Eigentlich befinden wir uns jetzt auf der Zielgeraden. Wir geben jetzt noch Knoblauchpaste und Frischkäse hinzu und rühren das Ganze kräftig durch, dass sich alles schön auflöst und das Ganze homogen wird. Um den Geschmack noch zu verstärken, geben wir reichlich Parmesan hinzu. Mittlerweile habe ich jetzt schon die Spaghetti abgegossen und in den Kochtopf zurückgegeben und gleich danach gebe ich sie jetzt hier mit hinein und wir rühren das Ganze und mengen das Ganze richtig gut durch, dass die ganze Pasta mit der Sauce, mit der cremigen Sauce benetzt wird. Weiter noch reichlich Pfeffer hinzugeben, sprich frisch gemahlenen und dann können wir auftischen das Ganze. Alles angerichtet, geben wir noch Kräuter oder Petersilie drüber, frische natürlich und den Speck richten wir auch mit an und somit wäre das Ganze fertig. Und ich hoffe, ich habe euch Appetit gemacht, dass ihr auch was probiert, was ihr so habt im Kühlschrank und es wäre schön, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also meine Lieben, bleibt gesund und bleibt am Ball. Wir sehen uns beim nächsten Mal.